elektromagnetische Strahlungen und Strahlungen, schädliche Strahlungen, welche wir in unserer Umgebung erleben. Ich möchte darüber ganz kurz sprechen, weil ich habe festgestellt, dass ich, seitdem, wann ich ganz kurz nach Deutschland kam, höre ich Geräusche, richtig deutliche Geräusche. Ich nehme die schon längere Zeit wahr, aber das ist jetzt so präsent, wenn du aus dem Deutschland rausgehst und wieder nach Deutschland kommst, das ist unglaublich, wie ob jemand etwas anschaltet, so laut ist das. Und ich möchte viele Menschen beruhigen, welche vermuten, dass die Tinnitusanfälle haben. Das ist keine Tinnitusanfälle, das sind wirklich elektromagnetische Strahlungen, welche einfach in die Umgebung, auch andere Strahlungen ist das. Ich kann nicht anordnen momentan, was ist das Strahlen, aber da wird angeschaltet und nicht immer. Es kommt so pulsierende Zeitphasen, da wo die wird dann angeschaltet und dann nimmst du die wahr. Was könnt ihr machen? Wichtigste ist in dem Moment, dass du das richtig bewusst wahrnimmst, einfach sich spürst und feststellst, du nimmst die wahr. Dann beeinflussen die dich nicht. Dann beeinträchtigen die deine gesundheitliche Zustand nicht. Die verändern deinen Körper nicht und die kommen rein und raus. Und das war's dann. Auch sinnvoll, wenn ihr schon Git aufstellt im Raum oder bei sich trägt, dass es auch unterstützt, dass es wie Wald ungefähr, Wald unterstützt und aber auch schon Git unterstützt und bei den Strahlungen. Ansonsten ist wirklich einfach bewusste Wahrnehmung davor reich genug. Und noch sehr mächtigste, einfach anstellen für dich. Glaub daran, du bist stärker als jegliche Strahlen auf der ganzen Welt. Du bist stärker. Und sag dir, ich bin stärker. Und dann zack, die sind einfach weg alle. Und das ist keine Anbildung, das ist wirklich einfach unsere Wahrnehmung, schöpferische Wahrnehmung, wer wir sind, sitzen wie ein Punkt, ich bin der Schöpfer, Punkt. Ciao. Und das ist einfach meine Botschaft an dich, weil in Österreich ist das gleiche Thema, da war ich beim Freund vor ein paar Jahren, das habe ich permanent wahrgenommen, aber jetzt in Deutschland irgendwie das auch so impulsiv, sehr stark und ich habe gedacht, naja, gib mal ein bisschen Unterstützung an dich. Ich danke dir. Ciao.